Vor 10 Jahren hat man gedacht, Veränderungen sind unheimlich aufwendig, komplex und schwergängig. Und dann hat man ganz teure Berater gekauft, 500.000 Euro hingelegt und dann haben die ganze Zeit irgendwas mit einem gemacht. Und da ist natürlich unheimlich viel Wissen entstanden, nämlich wie kann man Veränderungsprozesse machen. Aber es gibt ganz viele Unternehmen, die können sich das gar nicht leisten. Wenn wir jetzt so ein bisschen von der Zukunft träumen und alles super läuft, was glaubst du, wo Blue Dolphin in 5 Jahren ist? Ja, der Traum dahinter ist ja, das ist ja eine Community, also Plattform ist im Prinzip die Technik dahinter, ne? Dass es da was gibt, was einem unterstützt, wo Struktur gibt. Das heißt, beim Blue Dolphin ist schon auch ein Prozess erkennbar, es sind bestimmte Stufen erkennbar, die man erreichen muss. Also es ist schon, hat auch viel Struktur, inhaltlich sehr frei, aber im Vorgehen hat es natürlich eine sinnhafte Struktur. Und mein Traum bei der Sache sind 2 Träume dahinter. Ich glaube fest daran, dass die Leute, die das anwenden, die kreativeren sind. Das heißt, der Traum ist eigentlich, dass sich eine Community bildet, wo die Kunden, so wie ihr oder wie du, ihr habt das mal erlebt und habt Ideen eingebracht. Und so glaube ich dran, dass die Anwender eigentlich neue Ideen einbringen, neue Templates, neue Umsetzungsideen einbringen. Dann gibt es wieder die erfahrenen Supporter, die helfen, gut zu machen. Rund zu machen und so, dass das im Prinzip nicht nur Critical Chain, über das wir jetzt noch gar nicht geredet haben, oder Agile Team oder Produktion, sondern dass nach und nach immer mehr neue Change-Ideen auf Basis von Selbstorganisation dazukommen. Und ich möchte nicht mehr die Trennung zwischen Anwender und Supporter, sondern dass sich das letztendlich vermischt und es ein gemeinsames Lernen wird. Ja, also ein gemeinsames Aufbauen der Plattform, die dann irgendwann halt alles, was benötigt wird, beinhaltet. Ja, mhm, ja. Genau. Ja, das klingt schön. Das wäre so ein bisschen meine nächste. Ja? Ja, und es gibt natürlich noch einen zweiten Traum dahinter. Vor 10 Jahren hat man gedacht, Veränderungen sind unheimlich aufwendig, komplex und schwergängig. Und dann hat man ganz teure Berater gekauft. 500.000 Euro hingelegt und dann haben die ganze Zeit irgendwas mit einem gemacht. Und da ist natürlich unheimlich viel Wissen entstanden, nämlich wie kann man Veränderungsprozesse machen. Aber es gibt ganz viele Unternehmen, die können sich das gar nicht leisten. NGOs, Umweltschutzorganisationen, gemeinnützige Organisationen, die haben einfach nicht das Geld, um sich wirklich Beratung zu kaufen. Und der Blue Dolphin, die Community, soll aus meiner Sicht es auch ermöglichen, dieses Wissen über Change Management zu demokratisieren, sodass jeder Zugriff hat. Also als Umweltschutzorganisation macht es ja auch unheimlich viel Sinn, gutes Projektmanagement zum Beispiel zu machen. Und das ist so der zweite Antreiber oder Traum, dass tatsächlich jeder, der will, sein Unternehmen verändern kann. Ja, ich wollte eben noch fragen, ob es sinnvoller für den Kunden oder für den Supporter ist, aber die Frage ergibt sich ja dann daraus, dass es sowieso keinen Unterschied mehr gibt. Ne? Wie würdest du es beantworten? Du kennst ja auch ein bisschen die Idee. Ja, ich glaube, es ist für beide sehr positiv. Also wie du eben gesagt hast, es ist halt, wenn man so immer unter dem Druck steht, die Leute voranbringen zu müssen als Supporter. Es ist unglaublich anstrengend und da ist man ständig am Schieben und das ist ja auch nicht so angenehm. Ja? Und die Arbeit wird auf jeden Fall angenehmer und ich glaube, die Kunden werden nicht weniger werden dadurch, auch wenn man vielleicht jetzt mit einem Kunden nicht so viel zu tun hat. Aber man hat die angenehmeren Sachen mehr und das ist ja schon das, was man sich auch wünscht. Ne? Und für den Kunden, klar, ich meine, er kann selber entscheiden, was er machen will. Ich glaube, dass viele Firmen dazu auch fähig sind. Es mag so ein paar geben, die sind dafür einfach nicht fähig, aber wer weiß, wie lange es die noch gibt. Also was wir gemerkt haben, beim letzten Kunde, da kam ja Corona noch dazwischen.
Und normalerweise machen wir die Workshops ja noch face-to-face und das wird auch sicher so bleiben bei den interessanten Workshops. Da waren wir aber gezwungen, alles online zu machen. Ja, und dann haben wir mit Questionnaires angefangen, mit Team-Session, ganz, ganz wenig. Und was wir gemerkt haben, dass es dadurch, durch diese Begrenzung, Constraint, also ist wieder was Neues entstanden, nämlich wirklich vollständig selber alles sicher arbeiten. Und das war insofern witzig, weil wir fragen vor dem, also wir bereiten ja den Veränderungsprozess vor, dann kommt dieser Start. Und vor dem Start haben wir die Leute gefragt, seid ihr dabei? Und zwar anonym mit einem Fragebogen. Und das war eine mittlere Unternehmung, also nichts Kleines. Und die sind auf 97% Zustimmung gekommen. So. Wahnsinn. Jetzt, wirklich Wahnsinn. Und wir haben dann gleich dann auch den Veränderungsplan im System. Und ich glaube, ich habe es gezeigt. Die haben bis jetzt noch keinen Puffer verbraucht. Die sind eigentlich schneller, wie sie sich's vorgenommen haben, weil sie einfach ganz klar wissen, warum das es tun, was es für sie bedeutet, was es für jeden Einzelnen bedeutet. Und das ist wie so offene Türen durchrennen. Der Traumanwender sozusagen. Ja. Und dann ab und zu passiert was, wie bei dem anderen Kunde, wo man nicht damit gerechnet hat. Und dann passieren die spannenden Sachen. Und dann braucht man die Supporter, ne, die einem auffangen, die mit Erfahrung Hilfestellung geben können, wie man schnell aus so einer Situation wieder rauskommt. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass das langweilige Consulting sich verändert. Du hörst auch Pimmeln. Also, du warst gerade bei den Supportern, die dann irgendwann ja auch wieder reinkommen und einen schöneren Job machen dürfen dann und nicht mehr so langweilig unterwegs sind. Genau, das. Aber du hast jetzt schon erklärt. Also was wir halt sehen ist, wenn die Firmen sich eben den Change selber erarbeiten und das mit dem verknüpfen, was sie wirklich wollen, was sie antreibt, dann gehen sie mit Vollgas selber rein. Aber es ist natürlich nicht überall bei jedem Kunde so, dass man jedes Problem kennt. Und dann passiert was. Und dann ist es eben sehr hilfreich, wenn erfahrene Supporter zur Seite stehen. Also die Blue Dolphin Supporter sehe ich eben als diejenigen, die wirklich helfen, den Change vorzubereiten. Und dann aber, ich glaube, wir haben das Bild, dass man im Prinzip so neben mitläuft. Also die Kunden rennen in den Change und der Supporter läuft mit, ne, und sieht, oh, jetzt kommt ein Stolperstein. Dann sagt er, Achtung, hier, Achtung, kann man drum rumlaufen. Oder wenn man stolpert, dann fängt er einem auf. Mhm. Ich glaube, das sind so die typischen Geschichten. Ne? Oder wenn mal Wasser zu bringen ist, bringt er auch das Wasser. Also letztendlich laufen muss man selber, rennen muss man selber. Mhm. Aber man hat jemand dabei, der entweder die Richtung weiß oder der halt hilft, wenn es mal ein bisschen eng wird. Oder ein Lotse, keine Ahnung, wie jetzt das richtige Bild ist. Aber das Miteinanderrennen, ich glaube, das ist das Spannende. Mir ist gerade, als du es erzählt hast, so eingefallen, die Stützräder beim Fahrradfahren lernen, ist vielleicht auch was in die Richtung, ja, dass man immer so ein bisschen, oder meinst du, die stützen zu viel ab? Ah, ich bin da vorsichtig. Also, ja, genau. Vielleicht sind am Anfang auch mal Stützräder notwendig, aber die muss man schnell abschrubben. Ja, das stimmt. Damit man dann auch selber fahren kann. Ne? Und den ersten Sturz muss man ja auch machen. Man braucht dann nur jemand, der einen wieder verarztet. Genau, man lernt dazu. Und ein anderer Berater hat es mal, oder ein Supporter hat es mal erzählt. Also diese Changes, was wir machen, die sind ja sehr schnell. Die müssen schnell sein. Weil wenn man versucht, langsam Fahrrad zu fahren, ist es total schwierig. Das heißt, man muss ausreichend schnell sein, damit tatsächlich man stabil ist. Deswegen, Achtung Stützräder, weiß ich nicht, ob das richtige Bild ist. Lieber schneller treten und aufstehen, wenn mal was schiefgegangen ist. Ja.